Herzlich willkommen zur aktuellen Wochenschau rund um den Smokers Planet Newsletter der Kalenderwoche 23. Der Charakter ruht auf der Persönlichkeit und nicht auf den Talenten, das hat unser Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Auch in einem Wein, einer Zigarre oder einem Tabak suchen wir den Charakter. Wir vermuten ihn und wir finden ihn in den meisten Fällen. Einen ausgeprägten Charakter zu haben, ist die Grundvoraussetzung für einen Erfolg. Bei Menschen wie bei Produkten. Wenn charismatische Menschen hinter charismatischen Produkten stehen, scheint der Erfolg vorprogrammiert. Nehmen wir in der Zigarrenwelt Zino Davidoff, Avo Vizian, Carlos Fuente oder Heinrich Villiger. Und mit der brasilianischen Zigarrenkomposition aus dem Hause Villiger Söhne starten wir in diese Newsletter-Ausgabe. Ja, da sind wir doch gleich in Brasilien, das heißt mit Villiger und mit der Villiger Tour Brasil Sommer Edition 2021. Das heißt ein Land und zwei Puros, handgeholte Meisterwerke aus dem Land der Gegensätze. Und auch rauchbar, Philip Morris meldet sich noch einmal zum World Vape Day 2021. Und das macht auch der General Manager des Hauses Remsmar, das ist Dr. Carsten Wehrmann. Zwei Beiträge, die wir direkt hintereinander bei uns platziert haben. Dann sind wir bei unserem aktuellen Smokers News TV Talk zur BLD-Kampagne wegen Steuerschnellschuss dauerhaft geschlossen. Da sprechen wir mit Günter Kraus, das ist der Sprecher des Bundesverbandes der Lotto-Toto-Verkaufsstellen in Deutschland. So, dann springen wir in die Zigarrenwelt und da sind wir bei Ernesto Perez Carrillo unterwegs. Der hat eine neue 60-Inch-Zigarre auf den Markt gebracht. Für die Pfeifenfreunde haben wir einen schönen Artikel ausgegraben vom Amazonas in die ganze Welt. Pfeifenfreunde werden sich garantiert dafür interessieren. Unter Mitmachen und Gewinnen gewinnen wir weiter ganz himmlisch mit dem Carta de Mendoza. Ein wirklich schönes Präsent, ein wirklich schönes Gewinnspiel, das in dieser Woche verlängert wurde. Unter Schon entdeckt, Vorhang auf für die Arturo Don Carlos Robusto. Und zwar eine Homage an Don Carlos Fuente, den Firmengründer dieser wunderschönen Zigarrenmanufaktur, die wir jetzt hier in dieser Ausgabe präsentieren. Und der Trinkbar, da haben wir viele Auszeichnungen, einmal rund um den Wermut, dann sind wir mit dem Tequila unterwegs, es gibt einen Whisky aus Irland, es gibt einen alten Whisky, den wir hier an der Stelle herausstellen und da gibt es etwas in Sachen Chen, die wir Ihnen präsentieren können und das Ganze geht dann noch weiter in der letzten Folge mit einem Beitrag zu einem Boa Chen, der zum wiederholten Mal zum Chen des Jahres gewählt wurde. Unter Top of the Week sind wir mit der Firma Gisei im Gespräch, beziehungsweise wir präsentieren Ihnen die Gisei Antwort. Und das ist die 420 Serie und die bringt es auf den Punkt und ganz bunt. Gisei launcht eine limitierte Sommeredition. Unter dem Hingucker der Woche sind wir mit Alois André unterwegs und da haben wir rauchende Köpfe, Geschichten und Leidenschaften rund um die Zigarrenpassion. Unter Drinks and More haben wir dann Kanemachin, lokal und nachhaltig. Und Siramette und dieser Gin setzen auf die Zusammenarbeit mit Amazonas-Stämmen. Besuchbar, da sind wir beim Zigar Trophy Award 2021 angelangt. Das geht wieder richtig los, es darf gewotet werden. Winebank eröffnet in Trier. Das ist eine weitere Platzierung des Unternehmens Daniel Müller. Im Zigar Walk and Talk hieß es Hand in Hand mit einer Zigarre. Die Premiere in Essen wurde mit Bravour gemeistert. Thomas Geisler ist auf Frankentour und kündigt ein Event unter freiem Himmel in Haßfurt an. In unserem Mediasender haben wir noch den Podcast der Folge 31, da die Folge 32 erst in dieser Woche bei uns platziert wird. Und dann sind wir bei unserem Smokers News TV Talk mit Günter Kraus. Und da haben wir das Thema der Kampagne dauerhaft geschlossen bearbeitet. Günter Kraus, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Lotto Toto Verkaufsstellen, spricht für 24.000 Geschäftsstellen in Deutschland und rund 100.000 Mitarbeiter. Reinhören und
sich einfach mal die Problematik der Branche anhören. Im VIP-Partner der Woche sind wir in der Schweiz. Da sind wir bei Urs Portmann Tabakwaren. Und dann gehen wir doch gleich in die Empfehlung: rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach, das sagte Friedrich Nietzsche. Hoffnung auf bessere Grundvoraussetzungen in diesem Jahr, die haben uns in all diesen Monaten begleitet. Und da finde ich, haben wir gut zusammengehalten, das haben wir ganz gut überstanden, Sie als Zuschauer und Leser und wir aus unserer Redaktion. Und jetzt geht ja wieder was. Die Events und Tasting-Ankündigungen wachsen, Treffen unter Zigarren- und Pfeifenfreunden werden terminiert und offeriert und finden statt. Erste Schritte in einer wunderschönen Normalität. Mehr als eine Norm ist der Eventklassiker dieser Branche. Carlos André, Cooking for Friends. Und da waren Petra Lindenschmidt und Birgit Wolf erneut mit Friends unterwegs. Sie haben in Montenegro dieses Traditionsevent fortgeführt. Ein Event rund um den Genuss und das schöne Leben. Und darüber berichten wir in der nächsten Ausgabe von Smokesus TV. Natürlich in unseren Online-Medien und in der nächsten Woche auch auf Wills Woche. Es bleibt also spannend auf diesem Kanal. Ich wünsche Ihnen weiterhin Zuversicht, Fröhlichkeit, Gesundheit und ja, freuen Sie sich den Genuss, lieben Sie das Leben. Ihr Klaus Mitterwelle.